Hey, da oben weiterrennen bitte. Boah, ey, da wäre ich. Hast du das einfach getestet oder? Ich habe geguckt, wo das Holocron ist, und dann bin ich unten den Weg gefolgt einfach. Dann siehst du schon, wo es weitergeht. Du musst dann auf dieses riesengroße, mega fette Rohr gehen. Bitte blöd. Da. Nee, am Rand weiter, am Rand weiter. Ich sehe dich ja ab und an von unten. Weiter. Ja, bis zu diesem fetten roten Rohr, wo ich unten stehe. Ja, ich sehe dich zwar nicht hier unten, aber ja, das ist das Rohr. Nur da drauf und dann kannst du den Weg schon bestimmen. Dahin. Dann hier auf diesem Rohr war das, glaube ich. Oder? Ja. Nun genau. Boah, ich kenne mich, wenn ich jetzt hier runterfalle. Du musst dann dort runter. Ja, aber dann darf ich den ganzen. Ich meine jetzt unkontrolliert runterfalle, nicht dahin, wo ich will. Und dann siehst du schon alles, wo du hin musst. Ja, danke. Ich hatte die ganze Zeit immer so einen Weg zu dieser Plattform gesucht, aber. Da kam es und kam. Ich will jetzt da hinten das Stück noch aufdecken, dann ist hier wenigstens alles frei. Zwei Beherrschung dazu bekommen. Mal müsstest du mal im Internet gucken, ob irgendwo was steht wegen den ganzen Holocron. So, hier die ganze Map ist jetzt für mich aufgedeckt. Nice. Westheim zurückgehen. Und ich müsste vielleicht mal den Shit vorlegen. So. Oh, ausgelassene Frames 34. Na, was ist denn jetzt hier los? Ist es nur teilweise ein GPU, die ein bisschen was braucht? Nein, das sehe ich bei OBS. Ich sehe hier nur die CPU. 6,5% ist das Maximum. Du weißt aber, obwohl, das können sie auch geändert haben. Früher war es jedenfalls bei OBS so, dass sie die CPU-Auslastung gezeigt haben, was OBS braucht, nicht was die insgesamte Auslastung ist. Können sie aber mittlerweile geändert haben. Das weiß ich nicht. Kann sein, dass OBS 6,5% braucht und deine allgemeine Ausleistung, was weiß ich, bei 30% liegt. Ja, selbst dann ist das noch knallhart. Wegen den Holocron, weil diese Dinger, die wie nenne ich das einfach jetzt mal die Straßenlaternen, die dort überall verteilt waren, ja, die haben so ein Piepgeräusch gemacht und das hat mich richtig irritiert die ganze Zeit.
Ach, du dachtest, dass das Holocron... Euer Leiter hat mich geschickt. Ich habe herausgefunden, was mit euren Gelobten passiert ist. Es gab leider kein glückliches Ende. Ich wusste, dass sie nicht einfach ohne jede Spur verschwunden sein konnten. Gebt mir, was ihr gefunden habt. Ergründen wir die Geschichte dieses verdammten Planeten, damit sie sich nicht wiederholt. Wieder eine Quest abgeschlossen. Yay! Hab noch 7 und 2 irgendwo, die ich noch nicht angenommen habe. Kira, das sind Schuhe für dich. Die schenke ich dir. Ja, auf jeden Fall kriegst du die. Die wird immer hübscher. Die Kira wird immer hübscher. Jede Ritter Ausbildung. Der Gebrauch des Lichtschwerts. Aus Kunst und Wissenschaft zugleich. Wir können jederzeit zusammen üben. Ein bisschen was verkaufen. Crew-Fähigkeiten. Seht euch die Ware an. Womit kann ich dienen? Hat mich sehr gefreut. Hier haben wir nichts. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Die gute Tat. Totale Auslöschung giftiges Erbstücke Brandstiftung. Rakuson, gefallene Ritter, Mutationen. Hier ist noch so viel zum Aufdecken. Passen Sie auf sich auf. Apropos, ich habe schon lange meine Typsis nicht mehr arbeiten geschickt hier. Okay, Schatzsuche 255 von 600. Na dann. Flattert. Mal gucken, was das Internet für mich parat hält. Antwortest du jedem, der dich anschreibt? Ja. Nee, nicht jedem. Na, fast jedem. Mich verarschen? Wer fragt mich denn so einen Scheiß? Okay, bis hierhin. Da ist nur eine Heldenmission, die möchte ich nicht. Danke. Ich will erstmal da runter aufdecken gehen. Frontforschungslager. Ne, ich fahre erstmal hier hoch. Holocron. Jetzt schon wieder.
Map. Große Map. Das ist auf die großen, also warten, bis es beim Stream angezeigt wird. Das, ich kenne es doch leider das ist ganz, oder? Das ist ganz rechts. Warte, wir machen das anders. Ganz rechts mittig, ganz rechts unten. Oben hattest du ja schon eins gesagt. Also. Ganz rechts, es gibt nur ein rechts. Taris ist so, dass du links, rechts, unten, oben und dann die kleinen Abweichungen hast. Das ist halt wirklich nur rechts, wenn du die große Map aufmachst. Überhaupt nicht. Warte, du siehst ja da die große Map. Ich muss gucken, muss ich mal kurz raustappen. Einfügen. Ne, ich krieg noch einen YouTube-Link. Muss ich dir dann später schicken, ne? Mit Alt und Druck hat das jetzt irgendwie nicht geklappt. Ne, der hat immer noch den YouTube-Link im Zwischenspeicher. Will mich dieser Spieler einfach verarschen? Ich habe einen Screenshot gemacht, ich schicke ihn dann später. Jo, danke. Ich hab's so wie du gemacht, ne? Kleine Map im Vordergrund und unten rechts eine große Map. Passt schon. Danke. Ach du. Oh, ach du. Donnerblitz von oben. Wie kommt man da hoch? Keine Sorge. Ach, Kira, du kümmerst dich schon drum. Ich renn kreischend weg. Wie kommt man da hoch? Kira ist halt immer noch im Kampf, während ich hier rumrenne. Sumpfwurm, alles klar. Okay, hier gehen ein paar Röhren hoch. Komme ich dort drauf? Komme ich hier überhaupt hoch auf die Röhren? Ja, nee, komme ich nicht. Was? Oh, Kira ist wieder da. Okay. Hier oben sind wir. Das ist bestimmt falsch, so wie ich mich kenne. Den. Oh Mann. Aber jetzt komme ich dort nicht hoch. Oder? Oh, doch. Da hinten ist es. Okay, ich sehe es soweit. Eigentlich habe ich wieder ein Holocron.
Aber diesmal bist selbst du, glaube ich, mit deinem Latein am Ende, denn hier ist eine Tür, die man öffnen muss und die erfordert Hacken Stufe 90. Oder Hacken 90. Ich kann nicht hacken. Irgendwie muss man da rankommen. Mach mal einen Screenshot davon. Hier schon, wie man da rankommt. Das ist ja seltsam. Können die nicht einfach alle einen Boss hinklatschen und fertig? Muss halt nicht so kompliziert sein. Ich renne jetzt das ganze Ding hier unten ab, ey. Das heißt, man muss dann darüber springen. Wenn du da verkackst, dann Brustmahlzeit, darüber hier hoch. Dann hier lang. Weil das das Einzige, was möglich ist. Hier muss man irgendwie hoch, also dort. Also da. Aber wie kommt man dort hoch? Fast jedem Jump ran, mittlerweile über die ganze Map rennen. Dann sollen wir doch lieber ein schwereres, aber offensichtliches Jump'n'Run machen. Meiner Meinung nach. Ach, schon gut so. Also, warum einfach? Kann ruhig so bleiben. Aber man sollte halt wenigstens den Aufgang ersichtlich machen. Zum Beispiel ein fettes leuchtendes Schildchen stellen zum Holocron hier entlang. Hier oben. Nee, hier oben geht's definitiv nicht lang. Schon mal hier oben. Das ist schon mal ein Lichtblick. Und ich habe hier einfach komplett alles damit jetzt aufgedeckt. Was leuchtet?
leuchtet dort? Ungewöhnliches Ei, das will ich haben. Ich hab ein Ei. Drinnen bewegt sich etwas. Wenn du eine starke Hitzequelle hättest, könntest du das Ei ausbrüten. Ich glaube, ich krieg ein neues Haustier. So wie sich das Lesen tut. Ey, das ist ja geil, wenn man so an Haustiere kommt. Was ist denn das da oben für ein Druide? Ich hoffe, das ist friedlich. Okay. Ich werde da drüben rüber müssen, das sieht mir schon so verdächtig aus. Kira, du bleibst auf meiner Seite, los, beweg dich. Aber wie soll ich denn dann da hochkommen? Hä? Da kommt man nicht lang, scheiße. Oh Mann. Wo ist die Kira? Oh. Was war das denn? Lol. Komme ich aber über das Rohr hoch. Hä, wo lotsen die denn mich jetzt lang? Kann sich nur noch um Stunden handeln, ey. Immer noch wegen dem Holocron? Na klar. Oh je. Wie das dann erst bei mir ist. Genau, jetzt bin ich hier oben. Keine Sorge. Jetzt da lang, rein theoretisch. Zum Einsammeln, das wäre geil. Große Hitzequelle, was könnte das sein? Hanoi. Was für eine Hitzequelle? Okay, da drüben ist das Holocron, da muss ich hin. Ich hab's geschafft! Bin trotzdem nicht sehr erfreut oder zufrieden. Es ist noch ein langer Weg bis dahin. Aber einen Kacksprung habe ich schon mal gemeistert. Der nächste Beschissene kommt gleich. Haben wir auch gemacht. Oh, ich rieche das Holocron schon in meinen Händen. Kira. Die
faule Sau ruht sich wieder irgendwo aus. Die ist ja noch nicht bewandert darin, Holocrons zu öffnen. Ist ja noch kein Meister. Darum, was soll sie dort? Wir auch nicht. Wir sind auch nur ein Jedi-Ritter. Aber ich bin da. Datacron. Ja, das meine ich ja. Sie ist ja noch ein paar. Wieder Beherrschungsattribut. Beherrschung plus 2. Galaktische Geschichte 4, Kaiserin Theta. So, das habe ich jetzt. Hier unten ist er. So, dann tappe ich nochmal kurz raus und gucke mir deinen Screenshot an. Da lasse ich den jetzt tatsächlich mal offen. Nicht F11. Ist da. Ich brauche aber OBS vorerst im Vordergrund. Läuft alles noch super. Ich sehe jetzt mal kein Chat. Darko, du musst aufpassen. Ich habe auch kein Chat offen. Warum hast du dort unten eigentlich so ein fettes Fragezeichen-Symbol? Weil ich noch das Tutorial nicht ausgestellt habe. Glaube ich. War das nicht so? Ich habe da kein Fragezeichen. Das weil du es ausgestellt hast, gemacht hast, eins von beiden. Ich habe eigentlich gar kein Tutorial gemacht. Auf der SIF-Seite meine ich damals, da hattest du dich schon beklagt. Ich muss jetzt gerade mal. Das ist da, das ist da, das ist hier, dann ist das hier oben. Jo, dann ist das da oben, bei der sinkenden Stadt. Da kann ich doch mit so einem Außenpostenflieger in Flattery datschen. Dieser riesen Routen zur Verfügung. Dieser da. Passen Sie auf sich auf. Ey, ich kämpf hier, schlag 50 von den Dingern weg. Der geht durch, lootet das, was ich looten wollte. Ja. So eine Kiste halt. Ja, leck mich. Das machen sie alle so. Deswegen, wenn das Lootkisten sind, da renne ich erst hin, loote die und dann klatsche ich die Viecher um, die mich angreifen. Ich hab den halt nicht gesehen dort. Das ist dann bei zwei solchen Kreisen, okay. Wir sind in der Stadt. Wir sind in der Stadt mit zwei Kreisen. Gut, dann können wir das so machen. OBS, Chat, rein, so. Hier muss ich noch was aufdecken. Stinkende Stadt. Och ne, leck mich am Arsch, ich sehe hier schon wieder Quests. Oh ne! Ne, die nehme ich jetzt nicht an. Leckst mich ab, Böchen. Bei zwei solchen komischen Kreisen. Erkennt man hier so irgendwie?
aus. Jo. Hier irgendwo. Ja, hier irgendwo muss es sein. Das war bestimmt wieder hochgelegen, oder? Ne, das ist unterirdisch. Oder unterirdisch. Also nicht wirklich, das ist einfach in so einer Kuhle. Das müsste dann im Grunde einmal hier durch. Ich weiß ja ungefähr, wo dein Pfeil auf der Dings war. Hier ist ein Loch, ein Rohr. Ach, dort da. Ich sehe es. Ein Datacron. Die Tür ist nur halb offen. Und da rechts unten auf dem Boden ist so eine Box, wo steht halt Hacken erforderlich 80 oder so. Bei mir 90. Da gab es aber noch einen Weg. Niemand. Kira, kümmerst du dich? Ich block die Schüsse ab, danke. Da war das dann. Weg ging hier lang. Es müsste im Grunde... dann hier irgendwo nach unten gehen. Denke ich zumindest. Geht's definitiv nicht nach unten. Da geht's nur zum Feind. Oder man braucht halt wirklich die Kühlfähigkeit hacken. Das wäre aber irgendwie sinnlos, weil die können ja jetzt nicht wollen, dass man den Beruf ändert in irgendwas aus dem Stufe 90, wisst ihr, wie lange du bis dahin brauchst? Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, was ich hier gerade mache.
dachte ja, man könnte vielleicht in das Rohr hier rein. Weil das führt unterirdisch lang. Man kommt da nicht irgendwie hoch. Hat ja was mit dem Raumschiff zu tun und das da oben. Ich weiß halt nicht, ob das ein Haus ist oder ein Raumschiff oder irgendwas anderes. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was das ist. Weil man sieht hier halt immer mal wieder ein paar Rohre unter die Erde gehen. Ich bin nämlich gerade bei der Queststelle, untersuche die Absturzstelle. Ich hatte doch hier gerade irgendwo so ein komisches Rohr gesehen. Hier hinten, ne? Ne, da ist Sand drin. Ne? Ja, ein Pimmel-Mandalorianer. Lasst mich doch in Ruhe, ich bin krank. Keine Sorge. Natürlich, ich hab die Viere umgehauen, kommt der fünfte. Ach, komm schon, ey. Führte, glaub, gar nichts.
Beitreiber zur republikanischen Flotte. Nein. Vielleicht bringt mich ja irgendeine Quest darunter. Mal gucken. Erstmal kann ich hier mit dem Typ sie quatschen. Ne? Hallo, ich bin Captain Childress. Ich möchte euch danken, dass ihr euch die Zeit nehmt, mich zu sehen. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Wir haben ja nicht so viele Truppen zum Rand der Galaxis geflogen, damit ein paar Kinder Pionier spielen können. Dieser Planet ist es nicht wert, bewohnbar gemacht zu werden. Das einzig Interessante an Taris ist, dass dies der größte Fehlschlag der Republik war. Ich weiß nicht viel über die tarisianische Geschichte. Vor langer Zeit suchten die Sith hier nach einem Jedi. Als sie nicht fündig wurden, wollten sie den ganzen Planeten zerstören. Der Jedi entkam, aber Millionen anderer sind einen hässlichen Tod gestorben. Das Imperium hat dasselbe im letzten Krieg auf Coruscant versucht. 300 Jahre nach Taris wissen wir immer noch nicht, wie wir uns gegen eine Bombardierung schützen sollen, wenn sich die Schiffe im niedrigen Orbit befinden. Wir sind dem Imperium ausgeliefert, wenn wir uns nicht zu verteidigen wissen. Deshalb bin ich hier. Wir wollen aus unseren Fehlern lernen, um sie nicht zu wiederholen. Ich habe ein paar Kommandos entsandt, um ein Forschungsteam bei der Absturzstelle der Ender Spire zu beschützen. Dem letzten Kriegsschiff der Republik, das über diesen Planeten abgeschossen wurde. Wenn wir Glück haben, hat dieses Schiff die gesamte Bombardierung aufgezeichnet. Aber mein Team hat den Kontakt verloren. Da draußen in der Wildnis befinden sich also ein paar Papierkrieger mit den wichtigsten Daten von ganz Taris. Teilt ihnen mit, dass Hilfe unterwegs ist. Die Absturzstelle liegt weit draußen. Beeilt euch, wir wissen nicht, ob es Überlebende gibt. Das Forschungsteam hat nur sekundäre Priorität. Die Daten sind das Wichtigste. Bringt alle Aufzeichnungen von der Ender Spire zu Commander Viki am Außenposten. Man muss jetzt zu dem Indersraumschiff gehen. Ah, kann es sein, dass es diese Quest ist dann sogar? Das wäre geil, aber ich muss ja erst... Och nee, das ist noch eine lila Quest. Wie die Daten erkennen lassen, verbreitet sich keine andere Krankheit im bekannten Raum so schnell wie die tarisianische Rakgul-Seuche. Ein einziger Rakgul kann, wie wir es in 81 Kolonien beobachtet haben, eine Pandemie auslösen. Solange es keinen frei zugänglichen Impfstoff gibt, wird kein ziviles Kolonisierungsvorhaben lange Bestand haben. Danke sehr. Wenn ihr an einem Impfstoff arbeitet, will ich helfen. Nun, daran arbeiten, ist großzügig ausgedrückt. Der letzte Durchbruch wurde vor 3 Jahrhunderten erzielt. Laut dem Holonetz-Archiv hat ein gewisser Dr. Fawn nur Stunden vor dem Bombardement ein Rakgul-Serum entwickelt. Ich habe versucht, dieses Serum zu erlangen, also aber... Also die Sumpfwürmer noch? Das wird nicht passieren, ohne jemandem einen Blaster an die Schläfe zu drücken. Wenn es wirklich ein Heilmittel gibt... Könntet ihr Millionen Leben retten? Führt mich nicht in Versuchung. Nicht weit von hier lagern Piraten. Es heißt, sie hätten die Ruine des Sepanik-Krankenhauses geplündert. Das Sepanik-Krankenhaus war gut erhalten. Wenn es ein Rakgul-Serum gab, dann dort. Ich habe Commander Viki gebeten, einzugreifen. Aber da es kein Krankenhaus der Republik war, waren die Piraten im Recht. Was rechtens und was richtig ist, ist oft sehr verschieden. Ich statte Ihnen mal einen Besuch ab. Das ist sehr mutig von euch. Die Todeskralle-Piraten rauben alles aus, was sprechen kann, und erschießen alles andere. Ich weiß nicht, was genau erforderlich sein wird, aber die Seuche hat den halben Planeten infiziert. Sollte dieses Serum irgendwie auf meinem Labortisch landen, wäre es unethisch, es einfach wegzuwerfen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Was wolltest du jetzt? Ob du die Sumpfwürmer noch kennst. Bei der Sith-Seite sind die ja auf dem ersten Planeten. Korriban. Ja. Nö, sagen wir jetzt halt nicht. Ich hab sie nur hier schon gesehen. Da ist nochmal eine Quest. Untersuche die Abschutzstelle. Da. Finde die verlorenen Holotagebücher der Jedi 1.0 bis 4 oder so, die Absturzstelle. Okay, Ender Spire, das ist eine lilane Quest, die werde ich dann definitiv... Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Ich sagte doch, dass der Commander jemanden schicken würde, Garth. Er wurde nicht vom Commander hierher geschickt. Erkennt ihr einen Jedi nicht, wenn er vor euch steht?
Dann sind wir gerettet. Genau, Jedi-Meister, darf ich um eure Hilfe bitten? Seid ihr schon mal einem Rakul begegnet? Ist das hier eine Art Forschungsstation? Wir sind ein archäologisches Bergungsteam der Republik und wir katalogisieren diejenigen, die bei der Bombardierung von Taris ums Leben kamen. Die meisten nennen uns Leichenzähler. Es ist eine sinnlose Aufgabe. Hier draußen sterben Menschen nur, damit die Republik eine Liste bekommt, die sich eh niemand ansieht. Die Verstorbenen verdienen es, dass ihr Tod registriert wird. Allerdings hat es heute Morgen den Großteil unserer Teams erwischt, als wir von Rakulen getrennt wurden. Ich hatte gehofft, dass ihr vielleicht nachsehen könntet, ob es Überlebende gibt. Ich kann für nichts garantieren, aber ich sehe, was ich tun kann. Hab Dank. Es bedeutet mir sehr viel zu wissen, dass wir sie nicht im Stich lassen. Wir waren in der Chaka-Pipeline. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr vielleicht noch jemanden finden. Nein. Für unsere Freunde gibt es keine Hoffnung mehr. Aber vielleicht könnt ihr es den Monstern heimzahlen. Mittlerweile 12 Quests und jetzt kommt die 13. auf diesem Planeten. Es ist erstaunlich, nicht wahr? An einem derart geschichtsträchtigen Ort zu stehen. Der Fall von Taris hat immer einen Schatten auf die Republik geworfen. So viele Millionen stammen von den Flüchtlingen ab, die die Zerstörung überlebt haben. Und wir leiden schon viel zu lange unter den Auswirkungen. Redet ihr von etwas Bestimmtem? Es tut mir leid. Ich bin Dr. Synoda. Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, das Kolo-Syndrom zu heilen. Ein seltener Tumor, der nur die Nachkommen der tarisianischen Flüchtlinge befällt. Doch ich bin an meine Grenzen gestoßen. Ohne die alten medizinischen Aufzeichnungen der Siedler komme ich nicht weiter. Ich bin hier, um mir die Systeme des alten Krankenhauses auf Taris anzusehen. Aber ich habe die Gefahren unterschätzt. Das klingt nach einer guten Sache. Kann ich irgendwie behilflich sein? Jedi, euer Interesse ehrt mich. Bitte, geht zum alten Krankenhaus. Ich habe die Pläne hier. Es gibt Notgeneratoren, die vielleicht noch funktionieren. Wenn ihr sie aktivieren könnt, könnt ihr die alten Aufzeichnungen herunterladen. Bringt sie her. Dann könnt ihr vielleicht Millionen von Leuten ein Leben voller Schmerz und einen frühen Tod ersparen. 13. Quest. Ach Gott. Jetzt muss ich mal gucken. Zum dynamischen Vermächtnis des Todes. Zum dynamischen Generator, bla bla bla. Die Leichenzähler, suche die vermissten Wissenschaftler. Besiege die Mandalorianer, untersuche die Absturzstelle. Der letzte Kampf der Ender Spire. Also da kommt man rein in das Raumschiff. Da werde ich jetzt hin mich begeben. Mich dann dort ausloggen. Da weiß ich ungefähr, wo das ist. Das ist die Quest, die ich dann als erstes beim nächsten Mal mache. Weil irgendwie muss man da reinkommen. Die können hier drauf hoffen, dass man Stufe 80 hängen. Das geht einfach nicht. Weil ist das überhaupt eine Crew-Fähigkeit? Ich meine ja. Jedenfalls hatte ich das schon irgendwo einmal gesehen, gelesen. Kira, ich möchte, dass du bitte weggehst. Nein, jetzt rufe ich dich schon wieder. Zu allem bereit. Fortschicken. Passt auf euch auf. Druide, komm mal bitte zu mir.
CDFGHJK, nee. Der hat das auch nicht. Gute Nacht, Justin. Gute Nacht. Zu allem bereit. Ich weiß es einfach nicht. Gut, ich bewege mich jetzt dahin, aber ich muss mal weiter. Gut, ich muss offline gehen. Ich habe Hunger. Ich. Ja, mir tut der Arsch vom Sitzen weh. Ist ja nicht schlimm. Ist auch schon alt. Ich muss auch gleich Schluss machen. Und wegen Dienstag? Ja, keine Ahnung. Wie wir das da handhaben. Ob wir da morgen noch mal streamen? Also, ob ich da morgen noch Star Wars streame und dann Mittwoch wieder und Dienstag dafür Minecraft? Oder keine Ahnung. Obwohl, dann würdest du ja theoretisch die Tage, an denen du Star Wars gestreamt hast, auch kommende Woche wieder beibehalten. Wenn da Leute halt nicht können, wäre es vielleicht schön abzuwechseln. Ja, aber was mache ich dann am Dienstag, wenn die Wartung ist bis 18 Uhr? Da kann ich ja nicht Star Wars streamen. Hab ich mal daran gedacht. Außerdem, im Grunde ist es ja egal, weil ich streame wann, wo, was ich will. Genauso wie ich auf YouTube bringe, wann, wo, was ich will. Bleibt ja ganz allein mir überlassen. Könnte man nämlich morgen rein theoretisch den Server von Minecraft nochmal richtig schön durchrennen lassen mit den ganzen Erzen. Jo, ich bin jetzt hier am Eingang. So, dann werde ich den Stream jetzt hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für alle, die die ersten 5 Stunden verpasst haben. Ich lade das irgendwann auf YouTube hoch. Ich weiß noch nicht, wann, ich glaube. Auf jeden Fall in dieser Woche kommt die erste Folge, der Stream von vor 6 Tagen oder so. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Rest Sonntagabend und entweder morgen oder Dienstag oder Mittwoch gibt es dann einen weiteren Star Wars Stream. Mal schauen, wie ich mich mit Darko einige, und ansonsten streame ich alleine. Ist ja auch mal ganz ruhig und entspannt, und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Rest Sonntagabend.